Herzlich willkommen zur Veranstaltung, die Exzellenzuniversität Bonn lädt ein, Argelander und die Sterne, Geschichte und Zukunft der Wissenschaft. Wir freuen uns sehr, Sie heute Abend hier begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Anna Parteimler. Und mein Name ist Judith Räuber. Wir beide studieren noch hier an der Uni Bonn und sind beim Campus Radio Bonn FM. Und wir freuen uns eben, Sie hier begrüßen zu dürfen heute. Als allererstes möchte ich gerne unseren Gastgeber heute Abend auf die Bühne bitten. Das ist Professor Dr. H.C. Michael Hoch. Guten Abend zusammen. Dr. Hoch, erklären Sie uns doch einmal, was ist denn die Idee hinter dieser Veranstaltung heute? Ja, also erstmal herzlich willkommen. Ich hoffe, Ihnen wird es nicht zu warm, aber Sie werden vielleicht so einen klaustrophobischen Moment durchleben, weil die Türen sind zu, aber jetzt geht die Klimaanlage an. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen Geduld haben und dann wird es wahrscheinlich hier ein bisschen kühler. Also vielen Dank für Ihr Verständnis. Zunächst mal ist es so, dass wir heute ein Experiment machen. Also eigentlich mit der Gesamtveranstaltung machen wir ein Experiment. Und zwar deswegen, weil wir eigentlich Formate, die normalerweise separat sind, weil wir die mal in eine Veranstaltung hineingepackt haben. Und diese Formate werden Sie nachher noch sehen, die sind eigentlich einmal, dass man ein bisschen historisch nach gelehrten Persönlichkeiten guckt, aber dann auch die aktuellen Fragen der Wissenschaft irgendwo in den Blick nimmt. Und was mir besonders wichtig war, ist, dass die Studierenden mit dabei sind. Ja, und die haben auch ein Anliegen, da komme ich nachher noch mal kurz drauf, aber dass man so eine besondere Mischung irgendwo heute auch anbietet. Die Herausforderung ist, wir versuchen in anderthalb Stunden soweit zu sein. Es wird vielleicht eine Stunde 40 dauern. Sehen Sie es uns nach. Gell? Wir versuchen, das Programm auch in diesen drei Teilen sehr gut abzuwickeln. Es geht aber eigentlich im Kern darum, die Faszination Wissenschaft irgendwo auch zu verkörpern und gleichzeitig die menschliche Seite auch in den Blick zu nehmen. Denn alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in der Vergangenheit agiert haben und natürlich auch heutzutage, die leben in einer bestimmten Zeit, die in einem bestimmten Umfeld, in einer bestimmten gesellschaftlichen, politischen Situation. Und natürlich prägt das irgendwo auch indirekt ihre wissenschaftliche Aktivitäten, ob sie alleine sind, ob es Familien waren, ob sie quasi aus dem Ausland kamen und nach Deutschland kamen. Und das möchten wir auch ein bisschen abbilden, indem wir vielleicht das ein oder andere Schicksal auch historisch betrachten. Und dafür habe ich ein paar Experten eingeladen, Expertinnen und Experten, das werden Sie nachher sehen. Und ich hoffe, dass Ihnen dieses Format gefällt. Und wenn es Ihnen gefällt, würde ich um Folgendes bitten: Die Studierenden, die werden hinterher ein Projekt, Projekte auch nochmal Ihnen schildern, die Sie gern verwirklichen wollen. Und dazu bräuchten die unsere Unterstützung. Und deswegen würde ich Sie um Folgendes bitten: Wenn Ihnen die Veranstaltung gefallen hat, da draußen am Eingang wird dann so eine kleine, ja, wie soll ich sagen, Sammelurne sein, wo man eben auch ein bisschen Geld sammeln kann. Und dieses Geld würden wir den Studierenden geben, sodass sie dann das, was sie sich auch ermöglichen möchten, dass sie das auch realisieren können. Aber die werden das nachher vorstellen und nochmal genauer sagen, worum es geht. Ja. Vielen Dank, Herr Rektor Hoch, für diesen kleinen Überblick über die Veranstaltung. Wie Sie schon gehört haben, es gibt in der langjährigen Geschichte der Universität Bonn ganz, ganz viele Menschen, die dazu beigetragen haben, dass die Universität Bonn und Exzellenzuniversität Bonn die Uni ist, die sie auch ist. Und deshalb möchten wir uns heute Abend eben einer dieser Personen, einer dieser Wissenschaftlern widmen, und zwar dem Astronomen Friedrich Wilhelm Argelander, der ab 1836 hier an der Universität Bonn gelehrt hat. Ja, und wie sein Lebensweg war und wie er nach Bonn gekommen ist, das weiß Dr. Thomas Becker, Archivar und Museumsleiter an der Uni Bonn. Und während dem Vortrag seien Sie gerne Aufmerksamkeit, denn auch die Studierenden des Literariums sind hier im Hörsaal zu Gast und setzen sich ein bisschen künstlerisch mit der Thematik auseinander. Kommen Sie sehr gerne hoch auf die Bühne. Magnifizenz, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der 14. Oktober 1806 war einer der schwärzesten Tage in der Geschichte Preußens. In zwei blutigen Schlachten
bei Jena und bei Auerstedt wurde die militärische Macht des preußischen Staates zunichte gemacht. In dieser Not blieb der königlichen Familie nur noch die Flucht in den Norden ihres Reiches nach Königsberg. Ende 1806, als die Königin schwer erkrankt war, kamen Napoleons Truppen auch dieser Stadt immer näher. Daher entschloss man sich zu einer weiteren Flucht. Über das Kurische Haff flohen die beiden jungen Prinzen, der Kronprinz Friedrich Wilhelm und sein Bruder Wilhelm mit ihren Erziehern ins litauische Memel. Das war am äußersten Rand des Königreichs Preußen gelegen. Am 5. Januar 1807 bezogen die Prinzen zusammen mit ihren Begleitern eine Unterkunft im Haus des Reeders und Kaufmanns Johann Gottfried Argelander. Von Anfang an entwickelte sich eine Zuneigung zwischen den beiden preußischen Prinzen und dem ältesten Sohn der Argelanders, genannt Fritz. Er war gerade 7 Jahre alt, aber der 4 Jahre ältere Kronprinz, der spätere König Friedrich Wilhelm IV., und der 2 Jahre ältere Wilhelm, später der erste deutsche Kaiser Wilhelm I., akzeptierten ihn als ihren Spielkameraden. Als die beiden Prinzen krank wurden, wich der nun schon 8-jährige Knabe ihnen nicht von der Seite und las ihnen stundenlang vor, was nicht nur zeigt, dass sich die Jungen gut verstanden, sondern auch, dass Fritz Argelander ungewöhnlich begabt war. Der Erzieher der Prinzen, Friedrich Delbrück, dessen Bruder Ferdinand übrigens in Bonn Professor für Rhetorik und klassische Philologie werden sollte, beschreibt den kleinen Fritz Argelander in seinem Tagebuch als angenehm. Aber er kann sich auch der Begriffe vorlaut, ungenießbar und voll Ungezogenheit nicht enthalten. Anscheinend hat Friedrich Argelander schon mit 8 Jahren mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg gehalten und sich nicht einschüchtern lassen. Nach einem Jahr, im Januar 1808, zog der gesamte Hofstaat wieder nach Königsberg ab. Die Freundschaft Argelanders mit dem Prinzen Wilhelm und besonders mit dem Kronprinzen aber blieb ein Leben lang bestehen. Nach dem Gymnasium ging Friedrich Argelander 1817 zum Mathematikstudium nach Königsberg. Gleich im ersten Semester begegnete Argelander erneut dem Kronprinzen, mit dem er 10 Jahre lang nur in brieflichem Kontakt gestanden hatte. Doch der Kronprinz, der einen 8-jährigen Knaben in Erinnerung hatte, erkannte den jungen Mann zunächst einmal nicht. Dann bemerkte er seinen Irrtum mit den Worten: "Mein Gott, ich hätte Sie gar nicht wiedererkannt. Das macht, Sie sind dick geworden, wie ich." In Königsberg fand Argelander seine Berufung durch die Vorlesungen in Astronomie, die er eher nebenbei bei dem Astronomen Friedrich Wilhelm Bessel besuchte. Durch Bessels Forschungen zur Positionsbestimmung von Sternen wurde er so fasziniert, dass er sein Fach wechselte und nun Astronomie studierte. Am 29. April 1820 durfte Argelander erstmals selber durch ein Fernrohr sehen und so die Überdeckung des Sternhaufens der Plejaden durch den Mond miterleben. Schon am 1. Oktober 1820, also mit 21 Jahren, erhielt Argelander von Bessel eine Stelle als Gehilfe an der Sternwarte in Königsberg. Unter Bessels Anleitung lernte Argelander nun die Vermessung der Koordinaten von Sternen am Firmament. Innerhalb der sogenannten Königsberger Zone wurden in den nächsten Jahren 32.000 Sterne mit etwa 75.000 nächtlichen Vermessungen überprüft. Im Alter von 23 Jahren wurde Argelander am 1. April 1822 zum Doktor der Philosophie promoviert, natürlich mit einer Arbeit, bei der es um die Vermessung von Sternen ging. Sogar die Venia Docendi wurde Argelander erteilt, nachdem er kurz nach seiner Promotion einen international beachteten Aufsatz über die Bahn des Kometen von 1811 veröffentlicht hatte. Er hatte also mit 23 Jahren schon den Status eines Privatdozenten. Vermutlich hätte Argelander bei diesem vielversprechenden Start noch einige Jahre in Königsberg im preußischen Universitätsdienst verbracht, bevor ihn der Ruf an eine andere Universität erteilt hätte.
Aber es kam ganz anders. In Obo, dem heutigen Turku, hatte sich der Leiter der dortigen Sternwarte aufgrund einer Depression das Leben genommen. Dieser Hendrik Johann Walbeck war ein Freund von Professor Bessel gewesen. Dieser zögerte nicht, seinen jungen Assistenten Agelander als den neuen Leiter in Turku vorzuschlagen, damals Hauptstadt des russischen Großfürstentums Finnland und Sitz einer Universität. Damit war Agelander nun unerwartet schnell zum arrivierten Observatoriumsleiter avanciert, eine Position, die einen jungen Mann in die Lage versetzte, um die Hand einer zu ihm passenden Frau anzuhalten. Agelander tat das und am 2. Mai 1823 heiratete er Maria Sophia Charlotte Courtin aus Königsberg. Die Hochzeitsreise war praktischerweise zugleich der Umzug nach Finnland. Ein verheerender Stadtbrand im Jahr 1827, der drei Viertel der Häuser von Turku zerstörte, führte zur Verlagerung der Universität in das nahe Helsingfors, das uns heute als Helsinki geläufiger ist. Hier wurde Agelander zum Professor an der Universität ernannt und beschäftigte sich ein erstes Mal damit, eine Sternwarte von Anfang an aufzubauen. Noch 1834 war das Gebäude des neuen Observatoriums nicht fertiggestellt, aber die Familie war das ständige Pendeln zwischen Turku und Helsinki leid und zog in die noch unfertige Sternwarte ein. Agelanders Mutter, seit 1810 Witwe, lebte immer noch in Meme. Für sie war es ein Herzensanliegen, dass ihr Sohn aus den finnisch-russischen wieder in preußische Dienste kommen konnte. Daher wandte sie sich 1834 schriftlich an den Kronprinzen Friedrich Wilhelm, der die Bitte um eine Berufung an eine preußische Universität auch gerne befürwortend an den Kultusminister weitergab. Der aber lehnte ab. Aus Geldmangel. Im Jahr 1836 wies er die Bitte des Kronprinzen erneut ab, indem er sich immerhin festlegte und angab, dass nur Bonn für eine zusätzliche Professur in Frage käme, für die jedoch immer noch keinerlei Mittel zur Verfügung ständen. Was der Kultusminister zur Zeit der Abfassung des Briefes noch nicht wusste, das war der Umstand, dass der Bonner Professor für Astronomie, Karl Friedrich Münchow, plötzlich verstorben war. Damit war der Weg nach Bonn frei. Am 23. November 1836 wurde Agelander zum ordentlichen Professor der Astronomie in Bonn ernannt. Erst zum Frühjahr 1837 konnte allerdings Agelander richtig in Bonn anfangen. Weil der Platz eines Astronomen bei seiner Sternwarte war, zog er mit seiner ganzen Familie in das Linnäische Gärtnerhaus am Alten Zoll. Man hatte Agelanders Vorgänger, nämlich trotz dessen vielfacher Bemühungen, den Bau einer modernen Sternwarte in Bonn verweigert. Damit er dennoch nächtliche Beobachtungen machen konnte, wies man ihm auch schon das Linnaeus an und schaffte einen alten, achteckigen Teepavillon aus kurfürstlicher Zeit auf den Alten Zoll, in dessen Dach man ein Loch schlug, damit der Astronom sein Fernrohr hindurchstecken konnte. Das war immerhin etwas, aber meilenweit von der gerade fertig gewordenen modernen Sternwarte in Helsinki entfernt. Sicherlich hat im Fall von Agelander die Nähe zum Hof das ihrige dazu getan, dass man ihm, im Gegensatz zu seinem Vorgänger, den Bau einer neuen, hochmodernen Sternwarte sogleich ermöglichte. Allerdings musste dafür erst einmal ein Standort ermittelt werden. Neben einigen Plätzen in Richtung Poppelsdorf befürwortete Agelander auch einen Bauplatz im Südwesten des Hofgartens. Die für die Erprobung des Standorts begonnenen Erdarbeiten riefen aber den Widerstand der Bonner Bevölkerung hervor. Die meiste Erregung hatte nicht die Befürchtung einer immer weiteren Bebauung des Parks durch die Universität hervorgerufen, sondern der Umstand, dass die Grabungsarbeiten, ich zitiere, schläfrig betrieben wurden und man mehr als die Hälfte des Tages niemanden dort arbeiten sah. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Schon 1837 hatte der Universitätsmeister Leidl zusammen mit Agelander den Entwurf eines Observatoriums erstellt,
Der schon die charakteristische Aufteilung mit den sechs seitlichen Türmen und dem drehbaren Hauptturm zeigt. Der Entwurf wurde vom Direktor der preußischen Bauverwaltung, Karl Friedrich Schinkel, noch einmal überarbeitet. Was darin bestand, kostenintensive Details, vor allen Dingen bei der Gestaltung der Fassade, einzusparen. Schinkel wollte damit etwa 10.000 Taler einsparen. Sein Entwurf allerdings trieb am Ende die Baukosten um etwa 15.000 Taler in die Höhe. Die Arbeiten zogen sich schleppend hin, sodass Agelander zum selben Mittel griff wie in Helsinki. Im Mai 1844 zog er mit seiner Familie in das noch unfertige Gebäude ein. Trotz der dadurch erzielten Beschleunigung sollte es noch bis 1846 dauern, bis die Sternwarte fertig war. Im selben Jahr wurde Agelander Mitglied im sogenannten Bonner Freundeskränzchen. Es war eine jener im 19. Jahrhundert so beliebten Professorenzirkel, in denen man sich während der Vorlesungszeit reihum zu einem Vortrag mit anschließendem Abendessen traf. Heute gibt es davon nur noch eines an unserer Universität. Agelander hat die anderen 7 Kränzchenmitglieder mehr als 50 Mal in seine Wohnung eingeladen, um einen Vortrag aus seinem Fachgebiet zu halten. Um einen Vortrag aus seinem Fachgebiet zu halten und sie anschließend zu einem fürstlichen Mahl zu bitten. Agelanders Vorträge müssen fesselnd und hochinteressant gewesen sein. Doch er sorgte auch 2 Jahre nach seinem Eintritt für die mehrjährige Auflösung des Kränzchens. Das war im Revolutionsjahr 1848, in dem trotz der Regel bei den Kränzchentreffen weder über Religion noch über Politik zu sprechen, die Professoren Ritschl, Naumann und Agelander über die Frage einer konstitutionellen Monarchie in erbitterten Streit gerieten. Erst 1850 trat das Kränzchen wieder zusammen, allerdings ohne Ritschl, der weiterhin schmollte. Agelanders gesellige Art zeigte sich auch in seiner Haltung seinen Studenten und Assistenten gegenüber. Er führte sie ohne zu zögern in Kreise ein, die sonst nur Professoren vorbehalten waren, und er ließ sie von ihnen oft auf Spaziergängen begleiten, in denen es nicht nur um Fachfragen, sondern auch um ihre persönlichen Belange ging. Mit einem Grund dafür dürfte die gemeinsame Erfahrung der anstrengenden nächtlichen Beobachtungsarbeit gewesen sein, die Observator und Gehilfen hohe Konzentration und viel Kraft abverlangte. Der Gehilfe musste in schneller Folge auf ein Klopfzeichen des Beobachters hin Bogensekunden und Bogenminuten notieren, während der Beobachter selbst, und zwar in völliger Dunkelheit, mit einem Bleistift den jeweiligen Erscheinungsort eines Sterns am Firmament mit einer Gradzahl notierte. Die sogenannte Bonner Durchmusterung mit ihrer Bestimmung von mehr als 324.000 Sternen war nicht nur eine großartige Forschungsleistung, es war auch ein enormer Kraftakt. Für die Beliebtheit Agelanders spricht auch, dass er zweimal, 1850 und 1864, zum Rektor der Universität gewählt wurde. Auch das Amt des Dekans hat Agelander zweimal übernommen, erst 1846-47 und dann 1858-59. In den letzten 10 Jahren seines Lebens war Agelanders Arbeitskraft gemindert, wenn auch nicht erloschen. Sein Gehirn ließ nach, und die vielen nächtlichen Beobachtungen in der Sternwarte dürften ihren Tribut gefordert haben. Gestorben jedoch ist er am 17. Februar 1875 an den Folgen einer Epidemie. Was einst so fremd für uns war, klingt heute nach Corona unangenehm vertraut. Mit Agelander verlor die Universität Bonn einen ihrer strahlendsten Sterne. Unter den beobachtenden Astronomen war er einer der größten seines Jahrhunderts. Wenn es damals das Wort schon gegeben hätte, würde sich ein Begriff aufgedrängt haben, mit dem man ihn bezeichnen könnte: exzellent. Danke.
Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da. Oh nein! Für alle, die ihre Gedanken und Seufzer nicht nur träumen, die an Kissen anvertrauen wollen, öffnet sich mit Einbruch der Dunkelheit ein anderer Zeitraum. Mit dem Nachthimmel entsteht der Weltraum, unendliche Weiten. Eine andere Zeitrechnung. Eine Zeit ohne Rechnungen. Sternzeit. Die Sternzeit ist definiert als der Stundenwinkel des Frühlingspunktes. Bezieht man sich auf den mittleren Frühlingspunkt, so erhält man die mittlere Sternzeit. Bezieht man sich auf den wahren Frühlingspunkt, so erhält man die scheinbare oder wahre Sternzeit. Und bezieht man sich auf den fantastischen Frühlingspunkt, erhält man lauter Grützer. Sternzeit. 14. Juni 2023. Der kleine Asteroid 1551, genannt Agelander, umkreist auf Keplerscher Umlaufbahn die Sonne. Neben ihm sein alter Freund und Meteoritensplitter 42, genannt Adams. Immer dieselbe Strecke. Sonja ein, Sonja aus. Jahrhundert für Jahrhundert. Und immer dieselbe schnöde Aussicht. Wer hat sich denn sowas ausgedacht? Ein Finne, glaube ich. Ein Finne? Oder Gott. Nicht mal Gott kann sich so etwas ausdenken. Mittlere Orbitalgeschwindigkeit 19,25 Kilometer pro Sekunde. Ich will Speed in meinem Leben. Speed! Willst du nicht auch raus aus dem Alltag, raus aus der Routine? Nicht immer die gleiche Bahn, rein ins Abenteuer. Findest du das eine angemessene Frage für einen Asteroiden? Kann man als Asteroid keine Wünsche haben? Da stimmt doch sicher irgendwas mit dem Navi nicht, mit dem Lötkolben. Adi, nein, 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 Adi, lass das! Sternzeit. 14. Juni 1779. Der Mond ist aufgegangen. Entdeckt, verblüfft der Hamburger Pastorensohn Matthias Claudius. Und es trägt seine Entdeckung melodisch mundgerecht verpackt bis ins ostpreußische Memel. Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlämpchen am Himmel, hell und klar. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Das meiste, was glänzt, ist nur ein Frosch. Der Familie Agelander in Mimei wird, dem Himmel sei Dank, kein Frosch, sondern ein Säugling geboren. Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Verursacht durch eine Spieluhr und Matthias Claudius beginnt also die astronomische Früherziehung des jungen 1799 wenige Tage alten Fritze Agelander. Es wird eine Leidenschaft mit Folgen. Sternzeit, 14. Juni 2023. Der kleine Asteroid 1551, genannt Agelander, umkreist auf Keplerscher Umlaufbahn die Sonne. Neben ihm sein alter Freund und Meteoritensplitter 42, genannt Adams. Ich könnte doch einfach mal ganz kurz auf die Erde stürzen. Nur ganz kurz. Und nur in die Provinz. Nur im klitzekleinen Bonn. Was willst du denn in Bonn? Hier bin ich einer von Millionen. Aber in Bonn bin ich ein Superheld. Adams, bitte, 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 bitte. Adi, du bist ein astronomischer Kleinkörper. Ja, eben. Sternzeit. 14. Juni 1946. In Hamburg dichtet ein junger Schriftsteller namens Wolfgang Borchardt, durch Krankheit ins Bett gefesselt. Seine Träume liegen zerschmettert und reichen doch über alle Himmel hinaus. Er sendet sein Abendlied an alle noch bestehenden astronomischen Institute. Warum, ach, sag, warum geht nun die Sonne fort? Schlaf ein, mein Kind, und träume sacht. Das kommt wohl von der dunklen Nacht. Da geht die Sonne fort.
Warum, ach sag, warum gehen Männchen Hand in Hand? Schlaf ein, mein Kind, und träume sacht. Das kommt wohl von der dunklen Nacht, da geht man Hand in Hand. Warum, ach sag, warum ist unser Herz so klein? Schlaf ein, mein Kind, und träume sacht. Das kommt wohl von der dunklen Nacht, da sind wir ganz allein. Sternzeit, 14. Juni 1823. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Agelandas Stern trägt ab jetzt den Namen Marie-Sophie Charlotte. Sternzeit, 14. Juni 1837. Weißt du, wie viel Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt? Weißt du, wie viel Wolken gehen weit hin über alle Welt? So dichtet der evangelische Pfarrer Wilhelm Hey. Gott der Herr hat sie gezählet, dass ihm auch nicht eines fehlet an der ganzen großen Zahl. Agelander will sich nicht auf die mathematischen Fähigkeiten Gottes verlassen und zählt lieber selbst einmal nach. König Friedrich Wilhelm IV. Vertraut als Herrscher auf Gottes Gnade, vermutet jedoch ebenfalls göttliche Rechenschwäche und sendet Freund Agelander zum Sternzählen nach Bern. Sternzeit, 14. Juni 2023. Der kleine Asteroid 1551, genannt Agelander, umkreist auf Keplerscher Umlaufbahn die Sonne. Neben ihm sein alter Freund im Meteoritensplitter 42, genannt Adams. Ich hatte doch hier mal so einen alten Bunsenbrenner. Willst du uns hier abfackeln? Mitten im All? Etwas Besseres als den Tod finden wir überall. Hast du das denn jetzt wieder her? Berufsbegleitende Fortbildung. Also, lieber einmal richtig brennen, als so publich verglühen wie die Sterne. Adji, jetzt dimm dich mal runter. Also bitte, ich bin ein Hauptgürtel-Asteroid. Eben. Sternzeit, 14. Juli 1819. Ein junger, nassfarscher Mann aus Düsseldorf, selbstverständlich ohne begleitetes schulisches Abschlusszeugnis, greift nach den Sternen kurz nach Bern. Sein Name Harry Heine. Schwänzen, trinken, Katze. Mit dem Jura-Examen wird es in Bonn nix. Dafür muss er nach Göttingen reisen. Aber er dichtet über kluge Sterne. Die Blumen erreicht der Fuß so leicht, auch werden zertreten die meisten. Man geht vorbei und tritt in zwei, die Blöden wie die Dreisten. Die Perlen ruhen in Meerestruhen, doch weiß man sie aufzuspüren. Man bohrt ein Loch und spannt sie ins Joch von seidenen Schnüren. Die Sterne sind klug, sie halten mit Fug von unserer Erde sich ferne. Am Himmelszelt, als Lichter der Welt, stehen ewig sicher die Sterne. Sternzeit, 14. Juli 1848. Gerüchte sagen, in der frisch errichteten Sternwarte der Universität befände sich auf dem Schreibtisch des Sternwartendirektors Agelander ein kleiner Zettel. Da heißt ein Satz des eifnüpfigen ehemaligen Bonner Jurastudenten Harry, nunmehr weltberühmter deutscher Dichter Heinrich Heine im Pariser Exil. Ärgert dich dein Auge, so reiß es aus. Ärgert dich deine Hand, so hau sie ab. Ärgert dich deine Zunge, so schneide sie ab. Und ärgert dich deine Vernunft, so werde katholisch. Aber das mit Agelanders Zettel sind selbstverständlich nur Gerüchte. Sternzeit, 14. Juni 1842. Die heimlichen, nächtlichen Lektüren der Brüder Grimm bleiben für Agelander nicht ohne Folgen. Marie-Sophie Charlotte spielt mit dem Gedanken, Grimms Märchen von seinem Nachttisch zu entfernen. Sterne, Sterne, wie ich euch liebe, wie ich euch liebe. Sterne! Man denke, ein armes Mädchen, das außer einem Stück Brot nichts hat,
gibt alles, bis es nackt ist, bis auf die Haut. Aber was tut das bei Nacht? Und Sterne? Ihr lohnt es ihr. Oder der Liebende, der brennt bei den Klippen vor Liebe zu seinem Stern, ihm entgegenspringt und noch im Sprung denkt, nein, es ist ja doch unmöglich. Schon stürzt er und liegt bei den Klippen und ist zerschmettert. Ihr straft der Sterne, ihr straft. Sterne, wie ich euch liebe. Nur scheu seid ihr, nicht? Ihr versteckt euch vor mir und speit stets nur kalte Lichter. Was ist mit meinem Stern, der mich liebt, mich segnet oder zumindest dann zerschmettert, hausverbrennt, zerfleischt, mich in tausend Stücke haut? Was ist mit dem? Sterne, wie ich euch liebe. So. Sternzeit, 14. Juli 1848 bis 2023. Dank Heine weiß Argelander eines genau. Die Deutschen sind ein gemeingefährliches Volk. Sie ziehen unerwartet ein Gedicht aus der Tasche und beginnen ein Gespräch über Philosophie. Und manchmal tun sie beides zugleich. Molekülstaub im kosmischen Wind, verdichtete Dunkelheit, wo aus Kämpfe so Licht beginnt, begann einmal unsere Zeit. In Titeln und Periodenzen beschwören wir größere Ewigkeiten und können doch die Gestände nicht hören, wie sie auf ihren Bahnen gleiten. Das Auge der Heimatgalaxie, annähernd nur unsterblich genug, als Schöpfergott eine Mythologie aus trostlichem Selbstbetrug. Am hellsten brennt ein Stern kurz, bevor er in sich zusammenfällt, die Supernova, ein Sternensturz, das hellste Licht auf der Welt. Sternsaut, 14. Juli 2023. Der kleine Asteroid 1551, genannt Argelander, umkreist auf Keplerscher Umlaufbahn die Sonne. Neben ihm sein alter Freund und Meteoritenspitze 42, genannt Adams. Das ist doch alles kein Zufall hier. Was ist kein Zufall? Wissenschaftler wie ich mögen den Zufall nicht. Was heißt ihr Wissenschaftler wie ich? Du bist ein Stein mit einer Beimischung aus Kohlenstoff. Gott würfelt nicht. Ich bin wissenschaftlich auserwählt. Ich bin von 0,0662 Exzellenz. Quatsch, Humbug. Du bist von 0,0662 Exzentrizität. Wer hat gesagt, dass ich nicht noch wachsen kann? Das Einzige, was wächst, ist deine Leserechtschreibschwäche. Sternzeit, 14. Juni 1864. Ein unerwarteter Zusammenstoß auf der Poppelsdorfer Allee mit dem berühmten, jedoch leicht alkoholisch derangiert wirkenden Astronomen inspiriert ein Erstsemester der Theologie mit dem unaussprechlichen Namen Nietzsche zu folgendem Ausspruch. Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können. Sternzeit, 14. Juni 2023. Der kleine Asteroid 1551, genannt Argelander, umkreist auf Keplerscher Umlaufbahn. Ach, Sie wissen schon. Adji, was hast du vor? Was willst du mit dem ganzen Schiffszwieback? Und was stinkt hier so nach Pökelfleisch? Du willst doch nicht etwa per Anhalter reisen? Wo ist ein Tesla, wenn man ihn mal braucht? Alles muss man selber machen. Reich mir mal die Meteoritenfresse. Okay, das könnte Ärger geben. Lass uns lieber abhauen. Oh ja. So, Bonn, Hörsaal 1. Ihr habt es so gewollt? Wir kommen. Vielen Dank an die Studierenden vom Literarium. Das waren Annika Jordan, Katharina Roth, Nele Schumann und Lukas Schletter unter der Leitung von Anja Stadler.
Und natürlich auch vielen Dank an Dr. Becker für Ihren Vortrag. Ich finde, wir können uns jetzt alle ganz gut vorstellen, wie Argelander hier in Bonn in der Sternwarte gesessen hat und die Sterne beobachtet hat. Genau, und wie... Deine, bitte nochmal klatschen, bitte auf. Wir wollen uns jetzt noch ein bisschen näher damit beschäftigen, wie die Arbeit von Argelander aussah und welche Bedeutung sie bis heute für die Wissenschaft darstellt. Und dann werden wir mit dem Radioastronomen Professor Dr. Karl Menden vom Max-Planck-Institut sprechen. Willkommen, Professor Menden. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, ich möchte meinen Vortrag, den Zusammenhang von Argelanders fundamentalen Ergebnissen zur heutigen Zeit machen. Argelander, das Großwerk, hat natürlich viele andere Sachen der Wissenschaft gemacht. Er war unter anderem ein Experte in veränderlichen Sternen und hat Kometen erforscht. Aber das Großwerk war die Wunderdurchmusterung, eine systematische Studie von Positionen und Helligkeiten von Sternen am Himmel. Nun, Durchmusterung in der Art gab es schon seit Astronomie gehabt. Die Menschen haben seit 5000 Jahren systematisch den Himmel untersucht. Die ersten Aufzeichnungen aus Mesopotamien stammen wirklich aus sehr alter Zeit. Dann mehr systematische Anstrengungen wurden dann in China verfolgt, wo die ersten Sternkataloge verfasst wurden. Und ein direktes Ergebnis dessen sehen wir ja zum Beispiel daran, dass Supernova-Explosionen, die eben erwähnt wurden, also neue Sterne, die plötzlich am Himmel erscheinen, die wurden im Mittelalter vor allem von chinesischen Astronomen entdeckt und nicht von europäischen. Einfach, weil die Chinesen systematisch den Himmel studiert haben und Aufzeichnungen der Sterne hatten. Dann die alten Griechen natürlich schon früher, Pythagoras, führten Forschungen an, systematische Forschungen, insbesondere Ptolemäus und Hipparchos machten Sternkataloge. Die größte Revolution der ganzen Astronomie war wurde von Galilei eingeleitet, der als erster ein Teleskop, ein Fernrohr, auf den Himmel richtete und machte natürlich eine ganze Reihe von fundamentalen Entdeckungen, die Venusphase, Jupitermonde und vieles mehr. Unter anderem stellte er fest, dass die Milchstraße ein nebliges Wort am Himmel, in Wirklichkeit alles kleine Sterne waren. Das war wirklich eine unglaubliche Entdeckung, finde ich. Und Argelander, viele Jahre später natürlich, machte sich dran, wirklich systematisch diese Sterne zu verzeichnen in Katalogen. Mit der wunderlichen Musterung, hier ist ein kleines Teleskop, das er benutzte, das heute noch im Argelander-Institut für Astronomie der Uni Bonn zu sehen ist im Foyer. Und es hatte ein großes Gesichtsfeld, man konnte also große Teile des Himmels gleichzeitig beobachten. Und damit wurden dann die genauen Positionen von 324.198 Sternen vermessen, sowie deren Helligkeiten verzeichnet. Und die Genauigkeit war zehnmal besser als die von Tycho de Brahe, der einige Zeit vorher, 200 Jahre vorher, auch solche Messungen gemacht, allerdings mit bloßem Auge. Und wie Herr Becker schon gesagt hat, wurden diese Beobachtungen natürlich auch mit dem Auge am Teleskop durchgeführt von Argelander und seinen Assistenten und anderen Mitarbeitern in mühsamer Arbeit. Heutzutage, der nächste große Durchbruch kam natürlich durch die Fotoplatte, wo es dann wirklich möglich war, große Teile des Himmels abzubilden und zu vermessen. Und nochmal eine Revolution in den 70er Jahren mit der Erfindung der CCD-Rays, die sie auch jede in ihrem Handy haben. Und das war wirklich eine fundamentale technologische Entwicklung, wie überhaupt die ganze moderne Astronomie
nicht nur im optischen, bei anderen Wellen, da komme ich gleich drauf, durch technologische Entwicklung getrieben wird. Was wir hier sehen, ist der ganze Himmel vermessen mit dem Gaia, mit der Gaia-Weltraummission. Und Gaia ist eine Weltraummission, die weit weg von der Erde, 1,5 Millionen Kilometer Entfernung, den ganzen Himmel ganz oft überdeckt und dabei die Position von 2 Millionen Sternen misst. Also das ist ungefähr 1% aller Sterne in der Milchstraße. Also das sind 40.000 mal mehr Sterne als in der Bonnich-Musterung. Entschuldigung, 100.000 mal mehr Sterne als in der Bonnich-Musterung. Und mit fantastischer Genauigkeit. Außerdem werden die Entfernungen vieler Sterne sehr genau vermessen und die Bewegungen der Sterne. Wirklich eine Mission, die noch immer am Laufen ist und die alle paar Jahre neue Datensätze rausbringt, die immer besser werden. Und das zu verdeutlichen, habe ich hier mal einen Ausdruck, den Anfang des Kataloges der Bonnich-Musterung abgebildet. In der ersten Zeile ist der Stern BD1, der erste Stern in der Bonnich-Musterung. Und Sie sehen die Genauigkeit hier in der letzten hier in Bogensekunden, 28,2 Bogensekunden. Und das ist die Genauigkeit von Gaia. Sehen Sie auch die Stellen hinter dem Komma? Also die Genauigkeit von Gaia ist ungefähr 1 Million mal größer, also ein paar hunderttausend mal größer als die von der Bonnich-Musterung. Das ist wirklich unglaublich und damit kann man natürlich wahnsinnig viel neue Astronomie machen. Gaia arbeitet im visuellen Bereich, also im Bereich, der dem menschlichen Auge zugänglich ist. Die ganze Astronomie, heute hat sich aber, wie ich schon erwähnte, mehr dazu entwickelt, dass sehr große Bereiche des elektromagnetischen Spektrums beobachtet werden. Und der visuelle Bereich ist nur dieses kleine Band hier. Und das hier ist die Durchlässigkeit unserer Atmosphäre. Und die ist ein bisschen undurchlässig. Und es gibt nur einige Fenster hier, eben im optischen Bereich, im Infrarotbereich und im Radiobereich, wo die Strahlung aus dem Weltall auf uns wirklich auf die Erdoberfläche kommt. Sämtliche andere Strahlung hier im Gammastrahlenbereich, im Röntgenbereich, im Ultraviolettbereich, großteils im Infrarotbereich, sind von der Erde aus völlig unzugänglich wegen der Absorption der Erdatmosphäre, unter anderem natürlich auch durch Treibhausgase und viele andere Komponenten. Und deshalb muss man eben, um diesen ganzen anderen Bereich zu bedecken, im Weltraum gehen. Also wirklich die ersten 5000 Jahre der Astronomie war nur dieser kleine Wellenlängebereich, während heute das gesamte elektromagnetische Spektrum zugänglich ist. Und das ist auch gut so, denn da kann man wahnsinnig viel von lernen. Hier habe ich eine andere Galaxie, die Andromeda-Galaxie, also eine Spiralgalaxie wie unsere Milchstraße, in verschiedenen Wellenlängenbereichen abgebildet, im Radiobereich, im Infrarotbereich, im optischen Bereich, Ultraviolettbereich und bei Röntgenstrahlen. Das sind völlig verschiedene Bilder. Der einzige Bereich, in dem Sie wirklich Sterne sehen, ist hier im optischen und nahen Infrarotbereich. Aber im fernen, langweiligen Infrarot sehen Sie interstellaren Stau und im Radiobereich sehen Sie andere Strahlen. Das sind das Mediums, das Material zwischen Sternen und nicht von Sternen selber. Im Ultraviolettbereich sehen Sie nur sehr helle Sterne, sehr heiße Sterne. Und im Röntgenbereich sehen Sie wieder hochenergetische Phänomena. Und Sie können sich vorstellen, wenn man das alles zusammenfügt, dann wird wirklich auch Astronomie Astrophysik. Man kann wirklich Physik machen, man kann verstehen, woraus die Objekte bestehen und man kann verstehen, wie sie Energie erzeugen, wie sie das Universum um sich herum gestalten. Hier ist die Ebene der Milchstraße, wirklich das Gleiche, das sind Durchmusterungen der Milchstraßenebene und wirklich, man sieht wirklich nur die Sterne im nahen Infrarotbereich, wo der Staub durchlässig ist, während im optischen Bereich hier ist der Staub undurchlässig und man kann die Ebene der Milchstraße
gar nicht sehen. Sie sehen diesen Staub, auch wenn Sie außer Bonn, die Milchstraße beobachten, Sie diese dunkle Stellen. Das ist Staub in der Milchstraße. Um wirklich das Gesamte zu kriegen, müssen Sie wirklich alle diese Wellenlängen beobachten. Sonst entgeht Ihnen etwas. Und natürlich, wenn ein neuer Wellenlängenbereich entwickelt wird, zum ersten Mal Instrumentierung erhältlich ist durch Technologien, die anderswo entwickelt wird normalerweise, macht man erstmal eine Durchmusterung, um ein Gesamtbild des Himmels zu haben. Der Röntgenbereich wurde ungefähr in den 70er Jahren zum ersten Mal studiert und in den 90er Jahren hat dann der ROSAT, der Röntgensatellit, ein Projekt, was vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik angeführt wurde, den ganzen Röntgenhimmel beobachtet. Und ja, Sie sehen einige Sterne, aber im Wesentlichen sehen Sie interstellares, heißes Gas, sehr heißes Gas mit Temperaturen von bis zu 1 Million Grad. Ich möchte dann abschließen mit dem Radiobereich, meinem eigenen Bereich, bin Radioastronom und eines der Flaggschiff-Ergebnisse der frühen Geschichte unseres Instituts war diese Karte des ganzen Radiohimmels bei 40 Zentimeter, 74 Zentimeter Länge, 408 MHz Frequenz. Und das ist wirklich ein Referenzwerk, was von allen nachfolgenden Radiostudien benutzt wurde. Und das Effelsberger Radioteleskop spielt natürlich eine große Rolle in diesen Untersuchungen. Und mit dem Effelsberger Teleskop, was Sie auch besuchen können, hier 40 Kilometer entfernt in der Eifel, hat Jürgen Kerbs und Mitarbeiter vom Magellan-Institut der Uni Bonn haben eine Durchmusterung des ganzen Himmels im neutralen Wasserstoff gemacht. Also Wasserstoff ist die Ursubstanz, aus der alles andere entstanden ist im Universum oder fast alles andere. Und sie haben wirklich den ganzen Himmel im Wasserstoff angeguckt und damit wirklich das interstellare Gas global kartiert. Ich könnte jetzt stundenlang über andere Durchmusterungen erzählen. Ich selber mache viele Durchmusterungen in verschiedenen Bereichen, aber ich möchte damit schließen, nur zu sagen, dass in der Astronomie sind wirklich Durchmusterungen, auf Englisch Surveys, von entscheidender Bedeutung. Durch gleichmäßige Überdeckungen des ganzen Himmels oft mehrmals in der Zeit, um eben Entfernung zu bestimmen, andere zeitabhängige Phänomene zu studieren, entdecken wir wirklich neue Phänomene. Wir können systematisch Studien machen, die statistisch relevant sind und vor allen Dingen Variabilität studieren. Denn Variabilität ist eine Schlüssel-Eigenschaft kosmischer Objekte, sei es Supernova-Explosion, wo plötzlich was da ist, was vorher nicht da war, oder Sterne, die sich langsam verändern, zum Teil deren Strahlung in Millisekunden oder Takt sich ändert, wird, glaube ich, Kollege Stürmer darauf zurückkommen, oder sehr langwierig. Also Variabilität ist wirklich eine Dimension, die gerade in der heutigen Zeit durch neue, ganz große Projekte ins Zentrum rücken wird in der Zukunft. Und wiederum ist für die Grundlage für all diese Studien sind Durchmusterungen, die das mag für viele langweilig erscheinen, Kataloge, aber Durchmusterungen sind wirklich das Rückgrat der Astronomie. Und damit möchte ich auch schließen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank nochmal an Professor Menden an dieser Stelle. Wir möchten jetzt auch noch einen weiteren Blick auf das Schaffen von Argelander und sein Lebenswerk werfen. Und zwar wollen wir das machen mit Professor Dr. Simon Stellmer. Er ist Quantenphysiker am Physikalischen Institut der Uni Bonn. Herzlich willkommen, Professor Stellmer. Ja, vielen Dank. Schönen guten Abend. Ich freue mich, hier eine Facette sozusagen des Erbes von Argelander heute vorstellen zu können. So sieht der Sternenhimmel aus, wenn wir heute Nacht in den Sternenhimmel gucken. Und ungefähr so wird auch ausgesehen haben, als Argelander seine Studie gemacht hat. Der hat ja nur relativ kleines Fernrohr verwendet, hat immerhin noch 300.000 Sterne gesehen, aber ungefähr so wird den Sternenhimmel, den Fix-Sternenhimmel gesehen haben.
Und wir gehen davon aus, dass die Fixsterne fix sind, richtig? Also nichts ist so verlässlich wie der Sternenhimmel. Agelander hat dann einige sogenannte Veränderliche gefunden, die sich in entweder der Position oder der Helligkeit verändert haben, aber verändert haben auf Skalen von Jahren vielleicht. Fällt Ihnen was auf an diesem Bild? Ist da was komisch? Genau, einer hat Ihren Blinken gesagt. Da oben rechts habe ich ein bisschen geschummelt. Da blinkt ein Stern so komisch. Hat einer von Ihnen schon mal so einen blinkenden Stern gesehen? Nee, ich auch nicht. Also im sichtbaren Bereich blinken die Sterne nicht. Aber wie Herr Mettens eben schon aufgelegt oder geteasert hat sozusagen, es gibt nicht nur das optische Spektrum, es gibt das Radiospektrum. Dazu haben wir dieses größte Radioteleskop in Effelsberg, das beste der Welt, eines der größten der Welt. Hier als Vergleich die minimale Sternwerte von Agelander daneben, wo er sein irgendwie 8 cm großes Teleskop hatte. Diese Riesenschüssel in Effelsberg ist das 100 Meter groß, kann also sehr viel besser beobachten und ist ihm zugänglich für die Radio- und den Radiofrequenzbereich. Und im Radiofrequenzbereich haben wir Tatsterne, Sterne, die blinken können, nicht im optischen, aber im Radiofrequenzbereich. Und darum soll es heute gehen, um Veränderliche, genau wie Agelander, aber moderne Veränderliche, die sehr schnell blinken können. Diese Veränderlupensterne sind Neutronensterne. Neutronensterne sind alte Sterne, die kollabiert sind, die ihren ganzen Wasserstoff verbrannt haben, die gravitativ zusammengeschnurrt sind, auf eine Größe von ungefähr 10 Kilometern, also riesige Sterne, die auf 10 Kilometer zusammengeschrumpft sind. Und haben dabei ihre ganzen Elektronen in die Protonen reingequetscht, sodass sie nur noch aus Neutronen bestehen. Also meistens Neutronensterne, weil alle durch den gravitativen Kollaps die Elektronen, die Protonen reingedrückt wurden, zu Neutronen geworden sind, sodass es nur aus Neutronen besteht. Wie gesagt, die Masse eines großen Sterns verdichtet auf ungefähr 10 Kilometer Größe. Genauso verdichtet hat sich neben der Masse auch das Magnetfeld. Die Sterne hatten also ein Magnetfeld, auch das zusammengeschrumpft und durch die Masse jetzt viel kleiner ist, viel, viel stärker geworden. Und diese Neutronensterne emittieren jetzt Strahlung unter einem Radiostrahlung entlang der Magnetfeldachse. Also die Magnetfeldachse zeigt das entlang dieser gelben Streifen hier. Die Sonne, aus der der Stern, aus dieser Neutronensterne entstanden ist, wird sich auch ein bisschen gedreht haben. Und auch das Drehmoment muss erhalten geblieben sein. Das heißt, dieser Stern dreht sich auch, aber dreht sich viel schneller vorher. Aber jetzt viel kleiner geworden ist, das kennen wir, klassisches Beispiel von Eiskunstläuferin. Wenn man sich sozusagen zusammenzieht, dann dreht man sich schnell, wenn man das Drehmoment erhält. Das heißt, diese Sterne, diese Neutronensterne, drehen sich und zwar schnell und sie emittieren ganz viel Strahlung entlang der Magnetfeldachse. Und der Witz ist jetzt, dass die Magnetfeldachse nicht in der gleichen Richtung ist wie die Rotationsachse. Was jetzt passiert ist, der Stern dreht sich und diese Keulen der Radiostrahlung drehen sich im Raum. Und wenn wir jetzt entlang der Sichtachse sind, leuchtet uns dieser Stern gepulst an sozusagen. Das ist auch eine Lichtkurve. Der Stern ist normalerweise dunkel, aber plötzlich zwischendurch immer wieder periodisch wird er so hell. Das ist dieses Blinken, diese blinkenden Sterne, die im Radiobereich blinken. Sie blinken ungefähr einmal die Sekunde oder einmal die Millisekunde, also sehr, sehr schnell. Das Analogon ist ein Leuchtturm. Ein Leuchtturm, der nennt auch Licht aus und der dreht sich. Und wenn ich jetzt ein Schiff bin, hier vorne wird mich der Lichtstrahl irgendwann treffen und dann kann ich ganz viel lernen. Ich kann lernen etwas über den Leuchtturm selber, über die Strecke zwischen Leuchtturm und meinem Schiff, doch über mein Schiff selber. Also fangen wir mit dem Leuchtturm an. Wenn ich auf dem Schiff sitze und ich sehe irgendwo ein fernes Blinken, kann ich gucken, okay, wie schnell blinkt das, wie oft blinkt das. Dann habe ich häufig eine Distanz, ich kann gucken, okay, was ist das für ein Leuchtturm? Ich kann sehen, welche Farbe er blinkt. Und ich kann ganz viel über den Leuchtturm selber lernen. Ich kann auch was lernen darüber, was mit dem Licht passiert zwischen dem Leuchtturm und meinem Schiff. Zum Beispiel, wenn es neblig ist, wird das Licht wahrscheinlich diffus werden. Vielleicht wird es abgeschwächt, vielleicht fliegt mal eine Möwe oder ein anderes Schiff durch den Lichtstrahl. Dann kann ich gucken, was dazwischen durchfliegt. Ich kann gucken, wie weit ich vom Leuchtturm entfernt bin, je weit ich weg muss, desto schwächer ist das Licht zum Beispiel. Ich kann auch etwas lernen über, was da passiert zwischen Leuchtturm und meinem Schiff. Und ich kann auch was über mein Schiff selber lernen, nämlich wo ich gerade fahre, in welche Richtung ich fahre, wie weit entfernt ich bin. Wenn ich jetzt eine präzise Uhr auf dem Schiff habe, kann ich gucken, dann kommen diese Lichtpulse von dem Leuchtturm an. Die drehen sich halt immer wieder hin. Und wenn ich jetzt sozusagen immer von den Lichtpulsen wegfahre, in eine Richtung, wird es immer ein bisschen länger dauern, bis ich den nächsten Puls sehe. Während wenn ich auf den Lichtkegel zufahre, der sich rotiert, wird es immer früher ankommen, das Licht. Wenn ich jetzt eine genaue Uhr auf dem Schiff habe und alle Schiffe haben genaue Uhren, kann ich da gucken, wie weit ich entfernt bin von dem Leuchtturm und in welche Richtung ich fahre. Ich kann so aber das über meine eigene Position des Schiffes erklären. Gut, mit dieser Analogie gehen wir zurück zum Pulsar. Der Pulsar ist mein Leuchtturm. Das Erdo-Teleskop in Effelsberg ist mein Schiff. Jetzt kann ich ganz viel lernen, denn ich hier genau beobachte.
über dieses ganz extreme astronomische Objekt, über den Raum dazwischen und auch über mich selber. Also, Neutronensterne sind ganz schwere Körper, große Massen, die Gravitationswellen zum Beispiel ausstrahlen. Und der erste indirekte Nachweis von Gravitationswellen ist genau so ein System gewesen, schon vor, ich weiß nicht, 50 Jahren oder so, wo man gesehen hat, dass Gravitationswellen existieren. Ich kann auch ganz viel lernen über das sogenannte interstellare Medium, also den Raum zwischen den Sternen, denn das ist nämlich nichts. Da sind Nanoskrieger, da ist Plasma, da ist Absorption, da wird Geschwindigkeitsmodulation gedreht und so weiter. Und ich kann sozusagen diese weit entfernten Leuchttürme nehmen, um das zu lernen über den Raum zwischen uns und diesen Sternen. Und weil es so viele gibt, kann ich ganz viel lernen über den Raum, der uns umgibt. Und wie ich vorhin schon gesagt hatte, das Schiff, was feststellen kann, ob es sich bewegt und wo es ist, können wir mit dieser Art von Messung auch gucken, wo die Erde ist, wie die Erde sich dreht, wie schnell die Erde sich dreht, wo die Erde sich im Raum befindet und so weiter. Dazu brauche ich sehr präzise Uhren. Denn ich muss genau gucken, wann diese Radiopulse ankommen und genau gucken, kommt das ein bisschen später, ein bisschen früher, denn das ist meine Information darüber, wie die Erde sich bewegt zum Beispiel. Und als sogenannte Uhr nehmen wir sogenannte Laser, das sind Atomuhren, die unbegreiflich genau gehen, nämlich auf 15 Stellen nach dem Komma genau. So genau muss ich die Ankunftszeit der Pulse von den Pulsaren kennen, um Informationen darüber zu gewinnen, wie sich er sich bewegt, was dazwischen uns und den Pulsaren entsteht. Die Pulsare nennen wir Uhren, weil sie sehr genau ticken. Die drehen sich unwahrscheinlich gleichförmig. Über Jahre und Millionen drehen sich immer mit der gleichen Geschwindigkeit. Es gibt Variationen darauf, die verstehen Sie sehr gut. Wir haben also auf dem ganzen Himmel verteilt Uhren, die sehr genau ticken und deren sozusagen Pulse wir nehmen können, um eine Zeitskala herzustellen. Und wir verstehen die Pulsare mittlerweile so gut, dass sie auch ungefähr mit dieser Genauigkeit ticken. Wir können das Ticken der Pulsare auf 15 Nachkommastellen genau messen. Das Böse ist eine Bredouille, weil unsere Uhr, mit der wir das ganze timen, auch nur 15 Nachkommastellen hat. Das heißt, wir müssen neue, bessere Uhren entwickeln. Und das ist, was an vielen Orten auf der Welt, unter anderem hier auch in Bonn gemacht wird, dass wir versuchen, bessere Atomuhren zu entwickeln. Und die, die wir bei uns im Labor haben und die auch an anderen Orten der Welt, wie gesagt, entwickelt werden, sind das sogenannte optische Atomuhren. Wir sehen hier in der Mitte eine Vakuumkammer und da drin gefangen eine Wolke von Atomen. Das sind eine Million, eine Milliarde Atome, die ganz nah an den absoluten Temperaturen, Punkt heruntergekühlt werden. Und da sehr gut kontrolliert sind und es erlauben, Spektroskopie an diesen Atomen zu machen, sehr genau mit dieser Genauigkeit. Es sind eine Null mit noch 18 weiteren Nullen dahinter. Und die Frequenz, die wir da für diese Spektroskopie verwenden, können wir es umsetzen in der Zeit und da bekommen wir eine Zeit auf 18 Nachkommastellen. Jetzt kann ich sagen, ja, schön und gut, ich bin sowieso immer 5 Minuten zu spät. Weißt du, interessiert mich ja noch genauer, dann weiß ich noch genauer, dass ich zu spät bin oder ich weiß noch genauer, dass die Zeit viel zu schnell vergeht. Was ist der Sinn davon? Den Sinn hat das vor knapp 100 Jahren Albert Einstein erklärt, der gesagt hat, dass große Massen die Raumzeit verformen. Die Erde ist eine solche große Masse und verformt die Raumzeit um uns herum. Das heißt, Uhren im Schwerefeld der Erde gehen unterschiedlich, je nachdem, auf welcher Höhe sie sind. Denn unterschiedliche Höhen sind unterschiedliche gravitative Potenziale und dann die Zeit läuft anders, je nachdem, auf welcher Höhe man über der Erdoberfläche ist. Je weiter die Uhr oben ist, desto langsamer vergeht die Zeit. Und zwar ist die Umrechnung, ist, die Zeit läuft 10 hoch minus 18 relativ langsamer, wenn ich meine Uhr um 1 cm anhebe. Das heißt, die Uhren, die wir uns im Labor haben, wenn wir sie um 1 cm anheben, zeige eine andere Uhrzeit an oder eine andere Frequenz an. Wozu kann ich das jetzt verwenden? Ich kann zum Beispiel ein Netzwerk aufbauen von ganz vielen diesen Uhren. Was machen wir, was wir relativistische Geodäsie nennen? Das ist ein relativistischer Effekt, ist es Geodäsie. Das heißt, wir versuchen, die Erdoberfläche zu modellieren. Wir wollen wissen, wie ist die Erde geformt. Wir wollen auf einen Zentimeter genau die Topographie der Erde anschauen. Warum ist das wichtig? Meeresspiegelanstieg kennen wir alle, aber Meeresspiegelanstieg im Vergleich wozu und über Jahrzehnte gemessen und wo ist es unterschiedlich? Und wir brauchen also einen Referenzrahmen, der eine Referenz festlegt, relativ zu dem wir dann sagen können, ja, der Meeresspiegel hebt sich an. Oder Grundwasserspiegel absinken, dass die das ganze Landstriche leicht absinken, Abschmelzen von Polkappen und so weiter. Es ist also wichtig, eine Referenz zu haben, um Änderungen in der Höhe auf der Erdoberfläche messen zu können. Und wir wollen es auf Zentimeter genau messen, denn wie Sie wissen, Meeresspiegelanstieg ist zwar dramatisch, aber nur im Millimeterbereich. Es gibt also eine UN-Resolution, M69-299, von vor ein paar Jahren, die da sagt, die Menschheit solle doch versuchen, ein Referenzsystem zu schaffen, das den Geoid, also die Erdoberfläche, auf ungefähr 1 Zentimeter genau kartieren und darstellen kann. Und das machen wir in Bend, in was wir führen im europäischen Konsortium, wo wir versuchen, Uhren auf verschiedene Positionen in Europa zu bringen, die mit optischen Glasfasern miteinander zu verbinden und die ersten Prototypen zu bauen, um Erdhöhenänderungen zu messen. Jetzt können Sie sich vorstellen, mehr als überall auf der Welt, die Leute anfangen,
Referenzsystem aufzubauen, Höhen zu messen in verschiedensten Ländern. Alle haben unterschiedliche Standards, unterschiedliche Sprachen. Das muss irgendwie zusammengebracht werden. Das muss synchronisiert werden. Da müssen große Datenmengen eingepflegt werden. Das muss dann zur Verfügung gestellt werden. Das ist viel Aufwand. Für diesen Aufwand hat die UN ein Büro geschaffen, das einen unentsprechlichen Namen hat, nämlich United Nations Global Geodetic Center of Excellence. Da geht es also darum, ein großes Zentrum zu schaffen, in dem all diese Daten zusammengesammelt werden, um Nachhaltigkeit sozusagen, Klimaforschung zu machen, um ein weltweit sozusagen ein Zentrum zu haben, wo alle diese Daten gebündelt werden. Dieses Zentrum ist Ende März diesen Jahres geschaffen worden. Wissen jemand, wo das geschaffen wurde? Irgendjemand? Genau, hier in Bonn-Mainz. Bonn ist das Zentrum für diese weltweite umspannenden Effort sozusagen, diesen Aufwand, ein globales Referenzsystem zu schaffen. Und das ist ein bisschen Suchbild. Das UN-Gebäude, wir sind alle, der Rahmen, die Konrad-Adenauer-Brücke, das muss ich selber ein bisschen gucken hier. Wir sitzen, jetzt sehe ich es nicht genau von hier, ich glaube, das ist das Hauptgebäude hier, die Kreuzkirche, wo da ist die Propositiver Allee und hier ist die Sternwarte. Die alte Bonner Sternwarte, sozusagen in Sicht von diesem neuen UN-Zentrum, wo diese beiden Dinge zusammenkommen, ja? Wo die Sternbeobachtung, die wirklich fleißige Durchmusterung, die Entwicklung von Uhren, die Entwicklung von Uhren hin zur Geodäsie, jetzt haben wir ein sehr nachhaltiges, sehr aktuelles Thema mit dem Klimawandel, wo die ganzen Dinge zusammenkommen. Also ich glaube, es ist sehr schön, dass das alles sozusagen in Sichtweite von der alten Sternwarte hier ist, wo Argelende angefangen hat. Schönen Dank. Ja, vielen Dank, Professor Stellmeister. Wir können uns jetzt alle noch mal mehr ein Bild von der Arbeit Argelanders und Ihnen natürlich auch machen. Und ich würde sagen, das Radioteleskop am FSBerg habe ich mir als Ausflugstipp mitgenommen. Genau, an dieser Stelle möchten wir auch noch mal unseren Rektor hoch auf die Bühne bitten für eine Gesprächsrunde zu Argelanders Forschung. Selbstverständlich auch gemeinsam mit Professor Stellmann und Professor Menten. Außerdem möchten wir an dieser Stelle hierfür noch Professor Dr. Norbert Lanning vom Argelander Institut der Universität Bonn begrüßen. Das ist das Schöne an diesem Hörsaal 1, dass man so eine kleine Bühne hat, gell? Ehemaliges Stadttheater. Wir sind sehr froh, dass wir das renovieren konnten vor einigen Jahren und da auch ein ganz besonderes Ambiente erzeugen konnten. Wissenschaft ist toll. Ja? Also ich bin Biologe, aber Physiker hat auch was. Ja? Ich hoffe, es hat Ihnen auch gefallen. Und vielleicht nochmal, Frau Stadler, das haben Sie ganz toll gemacht. Gell? Und das ist, möchte ich vielleicht auch sagen, mit den Studierenden, das haben Sie ganz toll einstudiert. Also richtig innovativ, ja. Ja. Und Herr Dr. Becker, wenn ich das vielleicht sagen darf, der ist heute gekommen, obwohl das sein letzter Tag ist, also an dem er hier auch auftritt an der Universität Bonn. Herr Dr. Becker, es ist immer faszinierend, Ihnen zuzuhören und herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren. Ja, okay. Also wir wollen die großen Frage jetzt ganz kurz adressieren und ich möchte es aber so gestalten, dass wir Ihnen vielleicht auch die Möglichkeit geben, dann Fragen zu stellen. Die großen Fragen sind zum Beispiel, ja, Sie haben jetzt über das Weltall berichtet, also historische Aspekte von Argelander aufgebracht, aber auch die neuesten Methoden jetzt für die Beobachtung in den Blick genommen. Aber de facto sehen wir ja nur ganz wenig vom Weltall eigentlich. Und vielleicht könnten Sie da kurz drüber sprechen. Die Materie, die wir sehen, ist ja eigentlich nur ein ganz kleiner Bruchteil. Und das Faszinierende ist da natürlich, was ist denn da dazwischen, was ist da noch? Ja, bitte. Herr Langer, wie wär's? Ja, erstmal ist das Mikrofon an. Ja, ich glaube schon. Also das stimmt. Wir sehen 2000 Sterne, hat Argelander gesehen. Wir sehen inzwischen. Ja, aber das ist ja nur die leuchtende Materie sozusagen, die wir sehen. In der Milchstraße selbst gibt es noch viele Gaswolken, die sozusagen abschirmen. Die Radioastronomie kann da durchgucken, da sehen wir schon viel mehr. Aber dann, wenn man sozusagen noch weiter rausblickt, merkt man, dass es auch Materie geben muss, die offenbar gar nicht im elektromagnetischen Spektrum ist.
strahlt, die wir gar nicht sehen. Und naja, das haben die Astronomen vermessen in den letzten Jahrzehnten und das ist der Großteil der Materie. Das, was leuchtet, ist eigentlich nur ein kleiner Teil. Was das ist, wissen wir immer noch nicht. Wir sehen nur sozusagen die gravitative Wirkung der großen Fragen der Astronomie. Das ist also die dunkle Materie, dunkle Energie-Thematik, die wir da natürlich auch im Blick haben. Wie schätzen Sie das ein? Sind wir auf dem Weg, das zu ergründen oder sind wir noch weit weg davon? Frage, also wenn ich da die Antwort wüsste, dann wäre ich, glaube ich, Nobelpreisverdächtig. Ich weiß die Antwort leider nicht. Im Moment gibt es ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten, sozusagen eine Lösung herbeizufinden. Eine Möglichkeit liegt in der Elementarteilchenphysik. Zum Beispiel könnte es sein, dass es Elementarteilchen gibt, die Eigenschaften haben, sozusagen verhindern, dass wir sie sehen können. Es gibt aber auch Möglichkeiten, dass die Gravitation vielleicht anders funktioniert, als wir es verstehen, oder dass die Kosmologie sozusagen anders ist, als wir sie bisher versucht haben zu verstehen. Ganz verschiedene Wege, sozusagen diese unbekannte dunkle Materie zu verstehen, und wir wissen noch nicht, welcher Weg ist. Und vielleicht, um das zu ergänzen, es sind Wege aus unterschiedlichen Disziplinen der Physik. Ne? Es ist nicht nur ein kosmologisches Problem, das aber auch in der Astronomie, in der Teilchenphysik, in der Präzisionsmessung in verschiedensten Bereichen sozusagen angegangen wird. Und es ist sehr selten, dass man umspannende Themen findet, die von vielen verschiedenen Forschungsdisziplinen dann verfolgt werden. Vielleicht noch, Herr Menten, vielleicht noch was zur Dynamik. Also das Weltall hat ja so eine bestimmte Dynamik. Ja? Also das sind ganz frühe Prozesse, die wir einigermaßen auch berechnen können, die Expansion. Ja? Wie sehen Sie das? Wie kann man diese Dynamik studieren? Oder was gibt es da für Erkenntnisse in diesem Kontext? Also wie dynamisch ist unser Weltall? Ja, alles bewegt sich. das Erstaunliche ist, dass man gerade mit Gaia sieht, die Bewegung von all diesen Sternen der Milchstraße messen kann. Also wirklich von 2 Milliarden Sternen kann man die Bewegung messen. Das ist unglaublich. Man entdeckt da plötzlich Ströme in der Milchstraße, von denen man gar nicht wusste. Man sieht da plötzlich, dass kleine Galaxien um die Milchstraße, durch die Milchstraße sich durchbewegen. Das sind unglaubliche Entdeckungen. Und gerade die Dynamik, die ist das, die wirklich diese neuen Entdeckungen zum Teil auch ermöglicht. Und das ist auch bei vielen anderen Wellenlängen. Aber es gibt nur wenige Wellenlängenbereiche, wo wirklich die Technologie so ist, dass man diese Genauigkeit bringen kann, Bewegung genau feststellen. Das ist heute möglich mit Gaia und im Radiobereich, eben wo man sehr viele Radioteleskope zusammenschaltet und da ein großes Aufklärungsvermögen aus dem der ganzen Erde wird. Und da kann man halt auch mit der gleichen Genauigkeit wie mit Gaia Bewegung und Entfernungen messen. Nur in unserer Milchstraße hat man da 200 Entfernungen gemessen und Gaia viele Hunderte von Millionen. Das ist ein Unterschied. Allerdings, der Unterschied ist, im Radiobereich sieht man eben in der Milchstraße durch. Man kann also die Milchstraße selber beobachten. Man entdeckt junge Sterne, die wirklich die Spiralarme nachweisen. Man kann also wirklich die Rotation der Milchstraße mit diesen Radiobildern messen. Und das ist, wie schöner ist, wie gesagt, dass die Komplementarität, dass eben verschiedene Wellenlängenbereiche ähnliche Sachen machen, aber doch ganz andere Ergebnisse liefern können. Ja, vielleicht noch, bevor wir dann uns ans Publikum wenden, Herr Langer, noch eine Frage. Sie beschäftigen sich ja auch mit der Entstehung von Planeten, ja, und überhaupt mit der Entstehung von Elementen. Vielleicht sollte man damit anfangen. Könnten Sie ganz kurz da was drüber erzählen? Weites Feld natürlich, aber in der Tat, alles hat angefangen mit Wasserstoff. Herr Menten hat es gesagt. Sterne im Laufe der Milliarde haben dann die anderen Elemente geschaffen. Und als es genug davon gab, konnten Gesteinsklumpen sich bilden und leben.
eines der sehr faszinierenden und sehr aktuellen Felder der Astronomie, Exoplaneten. Haben also inzwischen schon mehrere tausend Planeten um andere Sterne entdeckt und sind jetzt dabei, mit den großen Superteleskopen genau hinzuschauen, ob es darunter auch vielleicht Planeten gibt, die sauerstoffreiche Atmosphären haben und möglicherweise. Ja, wunderbar. Aber dann, ich würde dann mit diesem tollen Ausblick, würde ich mich gerne ans Publikum wenden, an Sie und fragen, ob Sie Fragen haben. Ja, bitte. Müssen wir mal gucken. Genau, Augenblick, Sie kriegen ein Mikrofon. Ja. Ich würde gerne wissen, wofür die dunkle Materie nötig ist, wenn wir eigentlich nicht wissen, dass sie existiert oder wie sie existiert. Warum muss sie für unser Verständnis existieren? Das mal auf mich. Also das ist eine gute Frage. Wir würden also lieber ohne leben, aber ja, wir wollen natürlich Dinge sehen. Aber wir können verschiedene Beobachtungen nicht anders verstehen, als wenn wir annehmen, dass es dunkle Materie gibt. Ein Beispiel dafür, die Sterne in der Milchstraße bewegen sich alle. In der Mehrzahl ist das eine geordnete Bewegung, eine Kreisbewegung mehr oder weniger um das Zentrum der Milchstraße. Das sind die Keplerschen Gesetze, die man da anwenden kann. Und man kann sozusagen die Masse, die innerhalb einer so einer Sternbahn ist, ausrechnen, wenn man weiß, wie lange der Stern braucht, um die Milchstraße, um das Milchstraßenzentrum zu rotieren. Wenn man die weitesten, die entferntesten Sterne der Milchstraße hernimmt, dann findet man, die rotieren so schnell, dass man annehmen muss, dass noch viel mehr Masse in der Milchstraße drin ist, als wir eigentlich sehen. Das ist ein Beispiel für eine Beobachtung, die uns sagt, es ist mehr Materie da, als wir optisch sehen. Ich würde das vielleicht noch ein bisschen verallgemeiner präzisieren wollen. Das ist der Weg, wie Wissenschaft funktioniert, zumindest Physik funktioniert, nicht wahr? Dass wir ein Modell annehmen oder ein Modell haben, ein Verständnis haben und dann testen wir es gegenüber die Beobachtungen. Wenn die Beobachtungen mit unserem Modell, mit unserem Berechnung übereinstimmen, sind wir froh. Häufig gibt es aber Abweichungen. Genau in diesen Abweichungen ist in der Erkenntnisgewinn, dass man halt merkt, nee, das Modell, was wir jetzt hatten, stimmt doch nicht ganz. Man muss es anpassen. Und genauso funktioniert die Physik, dass man halt die Beobachtungen, die man macht, häufig nicht übereinstimmen mit dem Modell, mit dem Verständnis, was man hat. Und da ist dann das Neue. Und das ist der Ansatz, dass man halt jetzt sieht, dass die Modelle, die Messungen, die wir machen, nicht übereinstimmen mit dem, was wir an Materie kennen. Und das ist halt die Lücke, wo wir nach der dunklen Materie suchen. Um nochmal den Bogen zum Wasserstoff zu spannen, diese dunkle Materie wurde übrigens zum ersten Mal wirklich nachgewiesen durch Beobachtungen des Doppler-Effekts von Wasserstoff in anderen Galaxien, wo man also Geschwindigkeit, die rotierte also mit Geschwindigkeiten, die viel, viel größer war, als sie eigentlich hätten sein dürfen, wegen der Keplerschen Gesetze, die er lange erwähnt hatte. Man kennt die Sterne, ausrechnen, welche Gravitationskraft die ausüben. Und die Gravitationskraft, die für diese Bewegung des Wasserstoffs verantwortlich war, waren 10-mal höher als die von Sternen kommen kann. Das war wirklich der erste Hinweis in den 70er Jahren für dunkle Materie. Das wurde immer wieder bestätigt, auch für uns um die Straße. Und es ist ein großes Problem und man fühlt sich natürlich, also es wohl nicht gerade wohl, wenn jemand kommt und sagt, hey, du weißt doch gar nicht, woraus 90% der Materie des Universums entstehen. Was macht der eigentlich? Und es ist wirklich sehr, darauf hört ich hinaus. Es ist sehr quälend und für viele. Und ich muss sagen, wenn ich wetten dürfte, was wirklich für wann, ich habe keinen guten Vorschlag. Unsere Kollegen, die sind Elementarteilchenphysiker, wie schon gesagt wurde, bemühen sich wirklich mit sehr, sehr großer Mühe, solche sehr leichten Teilchen feststellen. Das ist natürlich enorm schwierig. Diese Teilchen wechselwirken nur durch Gravitation. Und die Gravitation ist mit Abstand die schwächste Wechselwirkung. Viel, viel, viel weniger, viel schwächer als zum Beispiel elektromagnetische Kräfte, die sehr viele Prozesse im normalen Universum
bestimmen. Und das macht es eben so schwierig. Man hat also Teilchen, sehr leichte Teilchen, sehr viele davon zwar, aber sehr leicht, und die mit der allerschwächsten aller Wechselwirkungen und mit nichts anderem miteinander wechselwirken und mit allem anderen wechselwirken. Das macht es enorm schwierig. Und man hat wirklich alles probiert. Man hat überlegt, ob es irgendwelche Eisklumpen in großer Zahl sein könnten, die irgendwo rumschwirren. Alles widerlegt. Also es gab natürlich. Ja, Astronomen sind am Ende ihres Dateins, wo die Teilchenphysiker hoffentlich entdecken die was. Und ansonsten müssen wir vielleicht die Gravitation ändern. Also da gibt es natürlich auch Kollegen. Also da ist doch viel zu tun, das sage ich hier in die erste Reihe. Da sind unsere Astrophysikerinnen und Astrophysiker. Ja, also da sind doch noch so sehr viele Fragen offen. Ich möchte gern das dann jetzt abschließen, damit wir auch ein bisschen die Zeit im Blick halten. Ich möchte für Sie vielleicht nochmal sagen, dass wir eine ganz, ganz, ganz herausragende Physik hier haben in Bonn an der Universität. Und das ist einmal, weil wir innerhalb der Physik unterschiedliche Richtungen haben. Die Astrophysik ist eine der Richtungen. Wir haben aber ganz tolle Teilchenphysiker und auch super Optiker, auf die ich jetzt heute die letztere nicht eingehen möchte. Aber die Astrophysik ist eben in Deutschland und international ganz herausragend. Und das liegt unter anderem daran, dass wir eben als auch Institute, Bonner universitäre Institute mit dem Max-Planck-Institut für Radioastronomie wirklich ganz herausragend toll zusammenarbeiten. Und deswegen möchte ich all denen, die jetzt hier auf der Bühne waren, insbesondere auch Herrn Menden und natürlich Herrn Lange und Herrn Stellmer ganz herzlich danken, nicht nur für heute, sondern das sind wirklich eine der besten Wissenschaftler in diesem Feld, und ich freue mich, dass Sie uns heute besucht haben und uns erklärt haben, wo die offenen Fragen der Zukunft noch sind. Herzlichen Dank. Gesprächsrunde. Wir haben auf jeden Fall einiges mitgenommen. Alles bewegt sich. Bis Julie Schubach eine ganz gute Erkenntnis und natürlich, dass die Physik in Bonn auf jeden Fall sehr exzellent ist. Genau. Die Exzellenzuniversität Bonn, die lebt natürlich als unseren Meister, wie wir eben gesehen haben, unter WissenschaftlerInnen, aber auch zwischen WissenschaftlerInnen und Studierenden. Ja, deswegen ist an. Okay, sehr gut. Im nächsten Programm müssen wir deswegen ein paar von Studierenden, wir haben ja auch heute schon ein paar gesehen, aber ich kann möchte noch dazu reden, und zwar Lukas Neumann und Philipp Stöcke vom Astrogroup, aber erstmal Stanley Learning und Stella Hoffmann von der Fachschaft Physik und Astronomie. Sie können uns Ihre Arbeit vorstellen und wie Sie studieren und Ihr Studium und Aufbau, können uns einen interessanten Einblick in das Feld der Astronomie geben. Ja, danke schön und guten Abend zusammen. Wir freuen uns ja, hier sein zu können. Und bevor wir gleich weiter in den Astroclub gehen, der an sich und das vorhin schon genannte Projekt vorstellen wird, werden Stella und ich gerne einmal die Fachschaft Physik Astronomie vorstellen und ein bisschen erzählen, was wir so an Arbeit machen. Die Fachschaft ist in erster Linie erstmal die Vertretung der Physik- und Astronomie-Studierenden an verschiedensten Stellen der Uni. Wir machen auch ganz viele Sachen darüber hinaus und da wollen wir jetzt ein bisschen drüber reden. Genau, also wir als Fachschaft Physik Astronomie veranstalten natürlich neben den Lehrveranstaltungen und sowas, gibt es halt auch Veranstaltungen für die Vernetzung unter den Studierenden. Dazu zählen die alljährliche Weihnachtsfeier, aber auch mal Spieleabende oder Grillabende mit allen Studierenden der Physik und der Astronomie. Es geht eben nicht immer nur um Lernen und zusammen in den Vorlesungen sitzen, sondern auch um das Vernetzen der Studierenden. Und da kümmern wir uns eben auch drum. Ein wichtiger Punkt, der für uns auch eine Riesenrolle spielt, ist die frische Studierenden an der Uni. Wir haben die Erfahrung gemacht, das kann, wenn man so frisch von der Schule kommt, viel sein, viel Neues, viel umgewöhnen. Da wollen wir den Studierenden ein bisschen den Einstieg erleichtern
haben da viele Veranstaltungen, also Informationsveranstaltungen, wie funktioniert die Uni eigentlich, was müsst ihr beachten, aber auch Kennenlernveranstaltungen, die genannten Veranstaltungen gerade, und auch einfach die Stadt ein bisschen kennenzulernen. Und dann als Highlight immer ein paar Wochen später fahren wir dann mit allen Erstsemestern noch einmal in die Eifel für ein Wochenende, haben dann ein schönes Wochenende. Genau. Und dann geht aber irgendwann auch der Ernst los und man muss studieren, aber auch da lassen wir die Studierenden nicht im Stich, sondern haben da ein breites Angebot, um die dann auch weiter zu unterstützen. Genau, da haben wir mal ein paar Angebote rausgesucht. Wir als Fachschaft betreiben nämlich ein Studentenelektroniklabor. Da kann jeder Studierende mit einer Sicherheitseinführung natürlich mal in dieses Studentenelektroniklabor gehen und mal ein bisschen rumbasteln, eben auch mal was Praktisches ausprobieren. Außerdem gibt es von uns eine Vortragsreihe. Da stellen sich die Arbeitsgruppen jeweils vor, wo dann Studierende, die kurz vor ihrer Bachelor- oder Masterarbeit stehen, mal sehen können, was denn in den Arbeitsgruppen so passiert und wie die so aufgestellt sind. Außerdem bieten wir Ferientutorien an. Denn wie jeder weiß, gibt es eine Klausurenphase, auf die sich die Studenten natürlich immer sehr freuen. Und dann können wir natürlich auch in den Ferien, aka vorlesungsfreie Zeit, weiter lernen und wir rekrutieren quasi Tutoren, die halt vorher in den Semester auch schon tutoriert haben, die dann eben auch in dieser vorlesungsfreien Zeit vor der nächsten Klausur nochmal unterstützend den Studenten unter die Arme greifen. Genau, und dann gibt es auch sowas wie Nachhilfelisten. Also wir sorgen dafür, dass sich Studierende von Erstsemestern mit höheren Semestern vernetzen können und eben ihr Wissen austauschen können. Genau, und damit versuchen wir halt so ein bisschen Unterstützung zu leisten. Wir als Fachschaft Physik Astronomie sind natürlich aber auch ein bisschen breiter aufgestellt. Der Astroclub selber beschäftigt sich dann nur mit der Astronomie, worum es ja auch heute geht. Falls ihr zu uns später noch Fragen habt, sind wir auch noch im Netzwerkcafé zu erreichen. Aber jetzt würde ich erstmal weitergeben an den Astroclub. Danke. Ja, vielen Dank, Stella und Cedric. Wir sagen auch nochmal guten Abend im Namen des Astroclubs. Mein Name ist Philipp Stöcker, ich bin Masterstudent am Argelander-Institut für Astronomie. Ich bin Lukas Neumann, Doktorand, auch am Argelander-Institut. Genau, und was ist überhaupt der Astroclub? Der Astroclub ist eine Gruppe von Studenten, eben Masterstudenten und Doktoranden. Und wir organisieren Veranstaltungen für andere Studenten. Unsere Hauptzielgruppe ist dabei die Bachelor-Studierendenschaft. Und grundsätzlich sind aber zu unseren Vorträgen ist jeder willkommen. Und ja, und um euch einen Einblick zu geben, was wir so organisieren, ist eine ganze Reihe an Veranstaltungen rund um das Thema Astronomie. Wir veranstalten im Semester immer Vorträge, so zweimal pro Monat bei uns im Argelander-Institut. Das kann zum Beispiel auch ein Vortrag über Argelander sein. Das hatten wir im letzten Semester und da haben wir auch eine Führung durch unser Archiv gemacht. Wir hatten aber zum Beispiel auch vor einem Jahr eine Veranstaltung, wo wir uns mal die Bonner Durchmusterung angeschaut haben. Die kann man nämlich übers Internet einfach sich ausgeben lassen und haben das mal mit dem Gaia-Katalog verglichen, der ja auch präsentiert wurde, und mal untersucht, wie die Sternpositionen sich seit der Zeit von Argelander und heute verändert haben. Also wir haben die Sterne, die sowohl Argelander als auch durch Gaia beobachtet wurden, miteinander verglichen. Und dann sieht man, dass zum Beispiel manche Sterne oder Sternhaufen sich im Laufe der 200 Jahre bewegt haben. Das ist aber nicht alles, was wir machen. Wir veranstalten und organisieren auch Exkursionen zum Beispiel oder beobachten mit dem Teleskop, das wir im Institut haben. Und das Ganze wird organisiert von uns ehrenamtlich, einfach nur, weil wir Spaß an Astronomie haben. Und ein Eindruck, was wir so machen, kommt ihr jetzt noch. Genau, hier sehen wir auf der rechten Seite einmal das 50 cm Spiegelteleskop, was auf dem Dach des Argelander-Instituts steht. Und wir sehen einmal vier Bilder, die mit diesem Teleskop aufgenommen worden sind. Wir sehen, dass wir
auch extragalaktische Objekte, also andere Galaxien, wie hier eine Spiralgalaxie, beobachten können. Und außerdem bietet uns das Teleskop die Chance, den anderen Studenten auch praktische Erfahrungen der Astronomie zu bieten. Und als besonderes Highlight, was wir versuchen einmal im Semester durchzuführen, sind Exkursionen. Hier seht ihr, wie wir im vergangenen Jahr zum Beispiel beim Stockard 25-Meter-Teleskop in der Eifel waren. Das war mal das größte Radioteleskop der Welt, auch Teil der oder gehörte zu der Universität Bonn. Mittlerweile ist es nur noch von der von einem Amateurclub betrieben, aber hat auch noch Einfluss auf die Forschung zusammen mit dem Max-Planck-Institut. Und in diesem Jahr waren wir schon am Effelsberg-Radioteleskop. Das wurde ja auch schon vorgestellt und ist wirklich ein beeindruckendes Objekt, was es sich lohnt anzuschauen. Also wer noch nie da war, sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Und in diesem Jahr planen wir eine weitere Exkursion noch ein bisschen weiter weg zum Observatorium Hoher List. Das ist auch ein Observatorium, das der Universität Bonn mal zugeschrieben war, ein optisches Observatorium, das wir gerne als Astroclub besuchen würden. Und um diese ganzen Veranstaltungen zu finanzieren, würden wir euch darum bitten, uns etwas zu unterstützen. Wir haben Spendenboxen platziert, also um Transport, die Führung und so weiter für uns Studierende etwas erschwinglicher zu machen. Wäre es sehr nett von Ihnen, wenn Sie uns ein bisschen unterstützen würden. Und mit diesen Worten, vielen Dank. Ja, vielleicht kann ich ja dann nächstes Jahr noch mit an den Effelsberg fahren. Ja, vielleicht kommst du noch nach Effelsberg. Vielen Dank an dieser Stelle an die Fachschaft Physik und Astronomie und natürlich auch an den Astro-Club. Ich glaube, ihr habt uns ganz gut gezeigt, wie wichtig ehrenamtliche Arbeit ist für Studierenden. Deswegen an dieser Stelle nochmal die Spendenboxen stehen am Ausgang. Vielen Dank gilt es jetzt auch nochmal auszusprechen an alle Beteiligten des heutigen Abends. Dafür holen wir jetzt aber nochmal den Herrn Rektor rauf auf die Bühne und alle Beteiligten gerne für heute, um einmal richtig Danke zu sagen. Erstmal herzlichen Dank an die tollen Moderatorinnen. Extra Applaus bitte. Vielen Dank. Radio Bonn FM. Ja, unser Radio, unser Campusradio. Ganz tolles Radio. Herzlichen Dank. Haben Sie toll gemacht. Was für tolle Studierende haben wir. Also herzlichen Dank nochmal an Sie. Sie haben das wunderbar dargestellt. Ich komme. Also ich will Effelsberg, habe ich auch noch nicht besucht, ja, und ich denke, da muss ich unbedingt hin. Also vielen Dank nochmal für die Vorstellung. Wir möchten gern Danke sagen. Jetzt ist der Moment, Geschenke zu verteilen. Ja, das ist auch schön. Aber ich möchte, bevor ich das tue, möchte ich ganz kurz sagen, dass wenn Sie das Gefühl haben, das ist so ein Veranstaltungsformat, was wir weiterführen sollten, denn wir könnten eine Reihe daraus machen. Und es gibt natürlich sehr interessante Themen. Zum Beispiel ein Thema, was wir vorhaben, ist das Thema Wetter, Klima, Extremwetter. Ja? Also diese Themen, das würde man vielleicht versuchen, im Dezember zu platzieren, am 6. Dezember. Wenn Sie das Gefühl haben, das ist eine gute Veranstaltung, dann lassen Sie uns das bitte hören und insbesondere dieses Veranstaltungsteam, das braucht nochmal Ihren Applaus und an der Stärke des Applauses hören wir, ob es Ihnen gefallen hat. Okay. Danke. Ja, also vielen Dank.